Hey Leute, was geht's? Und Fliegerschmeiß ist wieder da und heute präsentiere ich euch total unnützes Wissen. Ja, wie schon gesagt, werde ich euch jetzt sehr wichtiges, überlebensnotwendiges Wissen bzw. Fakten nennen und ich lege los mit Fakt Nummer 1. Viele von euch werden das Zehnfinger-Tastenschreiben kennen, das angeblich schnellste und beste Schreibsystem. Eine finnische Studie hat jedoch bewiesen, dass man mit Freistil, also einfach tippen wie man will, mit eigenem System genauso schnell tippen kann wie mit dem bekannten System, nämlich in etwa 60 Wörter pro Minute bzw. ein Wort pro Sekunde. Männer nehmen täglich etwa 10 Gramm Salz zu sich, Frauen nur 8,4. Fröhlich klingende Musik lässt das menschliche Gehirn Farben heller wahrnehmen. Außer bei Menschen, die blind sind. Alter, bin ich unlustig. Die erste von Thomas Edison gebaute Glühbirne mit Kohlefaltdrähten brannte 40 Stunden. Udo Lindenberg wurde 2008 mit 4,2 Promille ins Krankenhaus gebracht. Normalerweise gilt man bei dieser Promillezahl für tot. Apropos Udo Lindenberg. Er ist der einzige Mensch, der im Hotel Atlantik in Hamburg auch außerhalb des Rauchzimmers rauchen darf. Was vermutlich daran liegt, dass er seit 1994 in 3 Zimmern im 2. Stock dort wohnt. Wie viel er dafür bezahlt, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Es gibt auf der ganzen Welt nur 7 Frauen, die in der Anwesenheit des Papstes weiß tragen dürfen. Dieses Privileg ist nämlich nur katholischen Prinzessinnen und Königinnen vorbehalten. Darunter zum Beispiel Charlene von Monaco. Alleine einen IKEA-Stuhl zusammenzubauen, gilt in der Forschung für KIs als die Königsdisziplin. Bisher hat es noch kein einziger Roboter geschafft. Paul McCartney wurde 2016 von einer Grammy-Party vom Türsteher zurückgewiesen. Also, Grammy-Party von diesem Musikpreisteil. Der Comicband, der bei einer öffentlichen Auktion bisher den höchsten Preis erzielt hat, ist Amazing Fantasy 15. Aus dem Jahr 1962. Es beinhaltet den ersten Auftritt von Spider-Man und erzielte daher einen Preis von 454.100 Dollar. In England laufen viele betrunkene Igel rum, weil sie Schnecken essen, die in die Bierfallen von Hobbygärtnern gehen. Kennt ihr diese Bierfallen? Wo so ein Loch im Boden und dann Bierglas oder einfach Bier. Nein, kennt es nur ich, oder? Die Filmrechte am Leben von Boris Becker hat sich Matthias Schweighöfer gesichert. Warte, habe ich die Kamera überhaupt an? Das Monatsgehalt von Lionel Messi. Was? Lionel Messi beträgt 1.666.667 Euro. Die bis zu 18 Meter langen, in der Tiefsee lebenden Riesentintenfische können mit ihren Tentakeln laut Filmaufnahmen Blitze erzeugen, Lichtblitze, womit sie ihre Fressopfer wohl blenden. Die Game of Thrones, Alter, kann ich das erst noch mal aufsprechen? Diese eine Serie, die alle so abfeiern, Schauspielerin Emilia Clarke, das habe ich jetzt wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, wurde in einer Szene mit so viel Kunstblut übergossen, dass sie in der Pause auf dem Toilettensitz ausrutschte und dann stecken blieb. Das stärkste Bier der Welt heißt Snake Venom. Es hat ein Alkoholgehalt von 67,5%, also sogar noch mehr als Whisky. Unser Tag hat er bekanntlich 24 Stunden. Doch zur Zeit der Dinosaurier waren es nur 23. In Zentralasien gibt es einen Sport namens Buzkashi, der sogar ziemlich populär ist. Dabei treten mehrere Reiter gegeneinander an und müssen im Galopp eine tote Ziege oder ein totes Kalb aufnehmen und vor dem Preisrichter ablegen. Mahlzeit. Der US-Schriftsteller Edgar Allan Poe
heiratete im Alter von 27 Jahren seine 13-jährige Cousine. Der uns allen wahrscheinlich bekannte Handyhersteller Samsung hat Roboter hintern entwickelt, um zu testen, wie seine Smartphones das Ganze aushalten. Hätten sie sich einfach selber... Na egal. Es gibt einen Pilz namens gemeiner Spaltblättling. Das Besondere an ihm ist, dass er 20.000 Geschlechter hat. Auf dem Mond gibt es WLAN. Wahrscheinlich sogar besser als bei mir. Die größte Band der Welt ist die japanische Popgruppe AKB48. Alle Mitglieder sind weiblich, momentan sind es 99. Es waren aber auch schon oft über 130, weil sich die Zahl andauernd ändert. Die Band ist sogar extrem erfolgreich. Sie hat über 22 Millionen Tonträger verkauft und konnte sich in den japanischen, wie heißen die Dinger, Oricon-Charts mit 30 Singles in Folge die Spitzenposition sichern. Weil die Band so erfolgreich ist, hatte der Gründer die Idee, noch einige Schwesterbands zu gründen. Mit den Namen SKE48, NMB48, HKT48, JKT48, SNH48 und NNL48. Wobei es sich jeweils immer um drei Konsonanten aus der jeweiligen Stadt, wo sie auftreten, handelt und die Zahl 48. Ein Ausritt auf einem Pferd bringt für den Menschen etwa das gleiche Todesrisiko wie die einmalige Einnahme von Ecstasy. Also lasst uns Reiten verbieten. Für das Wohl des Volkes. Spaß. Ein kleiner Spaß am Rande. Wenn man in der Türkei in einem Restaurant getrennt bezahlen möchte, fragt man nach einer deutschen Rechnung. Portugiesische Störche fliegen im Winter immer selten in den Süden, sondern überwintern einfach auf Müllkippen. Gähnen kann dadurch ausgelöst werden, dass man von Gähnen liest oder an Gähnen denkt. Also, denk an Gähnen. Gähnen. Gähnen, siehst du, ich gähne. Oh, da musst du doch richtig an Gähnen denken. Oh, oh, jetzt hast du gegähnt. Das ist jetzt natürlich extrem unangenehm, wenn niemand gegähnt hat, aber weiter geht's. Der Hit von Barry Manilow, I Write Songs, wurde von jemand anderem geschrieben. Charles Darwin, also der Typ von der Evolutionstheorie, ließ seine Kinder auf sein Manuskript von Über die Entstehung der Arten ein bisschen malen. Die bekannten Maßeinheiten Meilen, Zoll und Fuß werden weltweit nur in den USA, Burma und Liberia verwendet, offiziell. Gohan heißt auf Japanisch so viel wie Mahlzeit, aber gleichzeitig auch gekochten Reis essen. Was ich irgendwie witzig finde. 2 in 1 so. 2 in 1 so wie mein Shampoo. Alter, bin ich dumm, Junge. So, mit noch schönerer Haarpracht geht es weiter. Die großen Ölhändler unter uns wissen wahrscheinlich schon, Öl misst man in Barrel, also Englisch für Fass, was ungefähr 159 Litern oder so entspricht. Diese Einheit basiert auf Fässern, die man früher verwendet hat. Ja, no shit! Allerdings nicht für Öl, sondern für gesalzene Heringe. New York wird ja bekanntermaßen aus irgendwelchen Gründen The Big Apple genannt. Warum auch immer. Früher sagte man dazu jedoch The Big Onion. Also Zwiebel, warum auch immer. 3/4 aller Ermittlungen in Sachen Sportwettbetrug finden beim Tennis statt. Es gibt einen Ort namens Center of Universe. Wenn man dort steht, kann man sein eigenes Echo hören. Von jemand anderem wird man jedoch nicht gehört. Egal wie nah er dran steht, er kann dich nicht hören. Und der letzte Fakt, ihr solltet mich abonnieren. Das Video ist jetzt zu Ende. Ich fand es ganz lustig. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und es war ansatzweise unterhaltsam. Wenn ja, dann lasst doch einen Like da. Servus!